Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um den Mittelpunkt einer Strecke. Stell dir also ganz konkret einen Punkt vor und einen zweiten Punkt vor. Ganz egal, ob das jetzt zweidimensional ist oder dreidimensional ist. Und du suchst sozusagen den Mittelpunkt dieser Verbindungslinie. Das heißt, heute reden wir über die Formel, wie man das Ganze ohne Vektoren löst. Natürlich, wenn es eine Variante 1 gibt. Das ist übrigens die Variante, die am häufigsten gesehen ist in der Unterstufe. Gibt es auch eine Variante 2, doch die wird noch folgen. Aber dennoch, wenn du in der Oberstufe schon bist und diese Dreidimensionalität kennst, kannst du heute trotzdem aufpassen, denn auch damit kannst du arbeiten, obwohl du dann halt keine Vektoren sozusagen gebrauchen musst. Wir reden also ganz konkret einmal für die Unterstufe, einmal um einen zweidimensionalen Punkt, das heißt nur x- und y-Koordinate, dann über die Oberstufe x-, y- und z-Koordinate. Wenn dich das Ganze interessiert, dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß bei diesem Video. Erst einmal ganz kurz, was ist der Mittelpunkt einer Strecke? Stell dir vor, du hast irgendwie ein Koordinatensystem. Falls ihr diese Achse noch nicht kennt, spielt keine Rolle. Du hast irgendwie zwei Punkte und eine Strecke verbindet immer exakt zwei Punkte. Das heißt, genau das, was ich gerade eingezeichnet habe. Und du suchst jetzt hier exakt diesen Mittelpunkt von dieser Strecke. Und wie das in der zweiten Dimension funktioniert, das heißt, zweidimensional heißt, dass deine Punkte nur zwei Koordinaten haben, verrät dir eigentlich schon diese Formel. Du hast irgendwie den Punkt A mit den Koordinaten 1, 2. Da würde ich sagen, beschriftest du dir einmal ganz kurz A1 und A2. Und du hast den Punkt B mit den Koordinaten 3, 6, also mit B1 und B2. Und eigentlich musst du jetzt diese Koordinaten nur in diese Formel einsetzen und das Ganze ausrechnen. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Also wenn ich jetzt diesen Mittelpunkt einer Strecke berechnen würde, man beschreibt den gerne mit groß M von A nach B, dann rechne ich Folgendes. Ich rechne diese beiden x-Koordinaten plus, also 1 plus 3, wie du siehst, a1 plus a3 halbe. Und für die y-Koordinate rechne ich a2 plus b2 halbe. Also hier konkret 2 plus 6 halbe. Und natürlich müssen wir jetzt noch ein bisschen was vereinfachen. Ich stell dir mal vor, 1 plus 3 ist 4, 4 halbe. Denk immer dran, ein Bruchstrich ist eine Geteiltrechnung. Also 4 durch 2, das ist 2. 2 plus 6 ist 8. Oben also 6, danach halbe, also 6 durch... 2 plus 6 ist 8, also oben 8, halbe, also 8 durch 2, das ist 4. Das heißt, bei diesen beiden Koordinaten, wenn du das im Koordinatensystem irgendwie einzeichnen würdest und die ganze verbinden würdest und den Mittelpunkt suchst, kannst du das natürlich grafisch machen, aber auch rechnerisch. Wie du siehst, ich habe jetzt gerechnet für die x-Koordinate, die erste x-Koordinate plus die zweite x-Koordinate, Ergebnis durch 2. Y-Koordinate, also erste y-Koordinate plus zweite y-Koordinate durch 2, zack. Und das ist dann dein Mittelpunkt von dieser Strecke. Wie geht das Ganze bei dreidimensionalen Punkten? Also sprich, wenn du irgendwann später in der Oberstufe bist, dann lernst du das halt natürlich kennen. Beschriftet wird es immer noch genauso. Dann machst du halt genau dasselbe, nur halt noch eine Z-Koordinate zu. Also wir rechnen jetzt für die X-Koordinate 0 plus minus 2. Wie du siehst, A1, das wäre dann ja das hier. Und B1 und das Ganze wieder halbe für die x-Koordinate. Y-Koordinate wäre dann jetzt hier A2 und B2, also 2 plus 2 halbe. Und jetzt die z-Koordinaten, also sozusagen A3 und B3. Also nochmal ein Slash hinter, minus 6 plus 4. Halbe. Jetzt müssen wir das wieder vereinfachen. 0 plus minus 2. Kannst gerne Stopp machen, dass du es schon mal selber löst. Danach kannst du deine Ergebnisse hiermit vergleichen. 0 plus minus 2 plus minus ergibt minus und da fangen wir an zu bohren. Aber egal, ich ziehe das jetzt noch durch. 0 plus minus 2 ist minus 2. Minus 2 durch 2 ist minus 1. 2 plus 2 ist 4. 4 durch 2 ist 2. Und minus 6 plus 4 ist minus 2. Minus 2 halbe. Ist minus 1.
Das soll es für heute schon gewesen sein. Wenn du noch weitere Videowünsche hast, wie gesagt, nutze die Chance, wie es auch alle anderen tun. Kontaktiere mich gerne hier in die Kommentare, gerne auch auf Facebook, per Messenger, irgendwie auch gerne per Snapchat oder Instagram. Ich erfülle alle Videowünsche, wenn ich es denn kann. Und ja, wenn es eine Variante 1 gibt, gibt es natürlich auch eine Variante 2 mit Vektoren und darum wird es im nächsten Video gehen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Lernen und das war's von mir.